Heute ist echt ein grausiges Wetter und deswegen ist das Essen umso wichtiger. Heute wollen wir euch nämlich unsere Breakfast-Routine, also unsere Frühstücksroutine zeigen. Normalerweise, wenn wir Schule haben, geht es alles viel, viel schneller, aber heute zeigen wir euch alles Step by Step. Und das Erste, was wir direkt mal machen müssen, ist unsere Süßkartoffel toasten. Das machen wir jetzt gleich. Weil dieser Schritt muss dreimal gemacht werden, aber ihr dürft es nicht zu heiß machen, weil sonst verbrennt die Kartoffel vielleicht. Also wir haben jetzt auf Stufe 2 und jetzt toasten wir das einfach mal. Was wir heute hier gerade toasten, ist eine Süßkartoffel. Also das hier sind Süßkartoffeln, sie schauen aus wie Kartoffeln, sind nur größer und süßer, wie der Name schon sagt. Und sie sind orange, also da kann man sie ein bisschen auseinanderhalten. Aber sie schmecken sehr gut, die Süßkartoffeln. Also das ist nicht sowas, wo ich sage so, iu, sondern das ist wirklich was Gutes, sowas, ein bisschen ein nussiger Geschmack. Man kann Süßkartoffeln einfach kombinieren mit allem. Man kann süß, salzig und vielleicht auch scharf, haben wir noch nicht probiert, aber glaube ich, kann man auch machen. Und deswegen haben wir uns gedacht, die Abi macht heute eine süße Süßkartoffel und ich mache eine salzige, gesunde Süßkartoffel. Aber die sieht doch irgendwie ein bisschen aus wie eine Karotte. Ja, wie so ein Riesenkraut, eigentlich schon. Aber man kann sie auch essen. Glaube ich. Nein, Spaß. Man kann sie essen. Und sie sind sehr lecker. Ja. Mal ein bisschen was anderes als irgendwie so Toast oder Brot. Was wir in der Zwischenzeit, während unsere Süßkartoffel gerade getoastet wird, machen können, ist die Avocado aufschneiden. Das ist ganz einfach. Also als Erstes schneidet man sie mal auf und nimmt sie auseinander. So. Dann schneidet man das Eckerl da oben weg. Dann kommt der Kern raus. Ja, der ploppt manchmal ein bisschen raus. Aber dann ist der draußen. Und dann schneiden wir mal die Avocado in Scheiben mit dem Messer. Das Wichtige ist, dass man nur bis zur Haut schneidet und nicht durch die Haut, also durch die Schale schneidet. Also kein zu scharfes Messer verwenden. Genau. Und die halbiere ich noch einmal. So, und dann kommt die Zitrone drüber. Vielleicht nicht zu viel, aber ein bisschen was, dass sie nicht so braun wird. Genau. Und dann wird das Ganze einfach mit einem Löffel rausgehoben. Aber das machen wir erst, wenn die süße Kartoffel da ist und die ist jetzt auch schon fertig. Wenn ich meine Süßkartoffel, also meine süße Süßkartoffel mache, verwende ich Nougatcreme, Himbeeren und Schlagobers. Bei euch in Deutschland nennt man das Schlagsahne, aber wir nennen es halt Schlagobers. Und ja. Es ist aber dasselbe. Ja. Genau, das ist so ein Sprühtopping. Kannst du das richtig schön verzieren da? Ich bin schon gespannt. Sind sie jetzt schon fertig? Ja, nein, noch nicht. Normalerweise kann man in dieser Zeit seine Schultasche super packen oder andere Vorbereitungen noch machen. Zum Beispiel Flasche anfüllen oder falls sie noch was anderes als sie auch so mitnehmen, oder noch was anderes. Bei uns ist es auch manchmal das Smoothie trinken. Genau, Smoothie gibt es in der Früh bei meiner Mama auch manchmal. Da ist für alles genug Zeit. Oder man nascht einfach Himbeeren. Boah, mir kommt das Wasser nur zusammen. Ich habe jetzt so lange keine Himbeeren mehr gegessen. Oh. Schon lecker. Ja. So, warten. Übrigens, habt ihr schon meine neue handsignierte Teenie Summertime CD? Die gibt es jetzt in unserem Shop mit coolen neuen Designs und sogar einer Jeansjacke. Schaut einfach gerne mal vorbei. So, jetzt sind auch schon unsere Süßkartoffeln fertig. Hui, so sollten sie aussehen. Sie sollten so kleine Bläschen haben. Dann sind sie fertig. Daran erkennt ihr das. Nehmt ihr eins. Da. So, und jetzt gehen wir auch noch gleich die nächsten rein. Weil das muss eh dreimal gemacht werden. Als Erstes nehme ich Nougatcreme und schmier es einfach drauf. Und ich nehme schon mal den Frischkäse. Oh, das verwies so. Das ist so eine Base ein bisschen. Bei der Armin Nougatcreme und bei mir der Frischkäse. Der gute alte. Das ist ganz schön flüssig, wie so Eis. Mhm, weil das ist so heiß. Das ist so, weil es noch so warm ist. Aber ich liebe das. Das ist immer so ein richtiges Buttergefühl. So, ich gebe als nächstes jetzt Schlagobers drauf. Oder Schlagsange. Ich mache. Ups. Okay. Ja, ich mache. Hast du es davor geshaked? Ja.
Wow, so viel. So, und als letztes gebe ich dann noch Himbeeren drauf. Und ich gebe jetzt die Avocado drauf. Die hole ich mit dem Löffel jetzt vorsichtig hervor und lege sie so drauf. Die Scheiben sind so groß, Hilfe. Normalerweise schaffe ich die kleiner. Aber das kann man jetzt noch ein bisschen schöner machen. Jetzt kommt da noch ein bisschen Salz drüber. Mhm. Wo ist denn das Salz? Ja, da ist Salz. Nicht zu viel, weil sonst ist es zu salzig. Genau, das ist mein fertiger Toast. Sieht es vielleicht nicht so wunderschön aus, aber es schmeckt Bombe, glaub mir. Oh, Toast. So, unsere kleine Schwester probiert jetzt auch mit die Brote. Also, na, die Süßkartoffeln. Also, wir teilen sie mal. Ja. Und dann kriegt jeder jetzt eine Hälfte. So, da kriegst du eine Hälfte. Such dir eine aus. Ja, warte. Ja, ich. Ja. Gut. So. Das ist echt ein bisschen schwierig zu schneiden, aber. So. Wow! Aber ich liebe das, wenn das Schlagobach schon ein bisschen flüssiger ist. Okay. Wir gehen mit dem Süßen? Ja. Okay. Magst du auch probieren, Baby? Muss ich auch probieren? Es ist eine super Alternative zu Brot, weil wenn du mal kein Brot zu Hause hast, dann kannst du einfach das hier nehmen. Und es ist auch viel gesünder. Mhm. Jetzt brauche ich eine Serviette noch. Mhm. Warte, hier haben wir noch zwei. Mhm. Ihr solltet das Essen auf jeden Fall essen, bevor ihr duschen geht, weil wenn ihr es davor duscht, dann besteht die Gefahr, dass ihr nochmal duschen müsst. Und das ist nicht so cool. Aber ich glaube, es war einfach, weil die Schlagsahne ein bisschen, also Schlagobar so ein bisschen zerronnen ist. Aber ja, Daily Routine. Okay, jetzt probiere ich noch das Avocado. Das ist, muss ich mit der Hand wegmachen, das ist ein bisschen Avocado. Ja. Das ist auch super lecker. Mhm. Und Arvin, was machst du heute noch so? Also, das weiß ich noch nicht, aber was machst du? Ich habe jetzt noch Probe und freue mich natürlich schon auf die Tanzprobe und Schlagprobe und so. Das ist Besteck. Hilfe! Aber eigentlich habe ich heute noch viel zu tun, weil ich will mein Buch noch fertig lesen. Dann mache ich eine Karte noch für meine Lehrerin. Abschied? Mm, ja. Mm, cool. Nicht so wenig. Die in meinem Buch, die essen auch immer Süßkartoffeln. Und wir auch. Also wir machen Süßkartoffelchips, Süßkartoffel grillen wir. Süßkartoffeln sind in der Suppe drinnen. Und jetzt machen wir auch schon sogar Frühstück immer. Und die sind auch sehr gesund, also die machen dich richtig fit. Wir hoffen, wir haben euch eine kleine Alternative oder Inspiration gegeben mit dem heute. Probiert es einfach gerne mal auf, weil es schmeckt wirklich lecker. Übrigens, die Süßkartoffel gibt es einfach in jedem Supermarkt zu kaufen, also da müsst ihr es keine Schrinken suchen. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis bald! So, jetzt esse ich das aber noch auf. Hm.